Herzlich willkommen zur Sendung Heilkunde mit dem Dr. Volker Schmiedl zum Thema Reizdarm. Schön, bist du wieder da, Volker. Vielen Dank für die Einladung. Volker, was ist mit Reizdarm gemeint? Reizdarm ist eine psychosomatische Erkrankung. Reizdarm ist eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, wenn wir wirklich organische Erkrankungen ausgeschlossen haben, erst dann dürfen wir wirklich von einem Reizdarm sprechen. Die Reizdarmsymptomatik ist ganz ähnlich wie bei anderen organischen Störungen. Ob wir nun eine Laktoseintoleranz haben oder ein Gallensäurenverlustsyndrom, die Symptome können sehr ähnlich sein. Die Patienten klagen meist über Blähungen. Die Beschwerden werden im Laufe des Tages meistens immer mehr. Durchfälle können vorkommen, aber auch Verstopfung. Und gerade zu kennzeichnen für den Reizdarm ist eine Mischung aus beiden, also 2 Tage Verstopfung, 3 Tage Durchfall oder andere Dinge. Dann sollten wir zumindest an einen Reizdarm denken. Und wenn sollte man zum Arzt? Wenn der Leidensdruck so hoch ist, dass man am sozialen Leben teilweise gar nicht mehr teilnehmen kann oder starkes Bauchweh hat, dann gehen die Leute meistens zum Arzt. Dann wird oftmals sehr schnell eine Darmspülung gemacht, um wirklich gravierende organische Erkrankungen auszuschließen. In den meisten Fällen kommt dann nichts bei heraus. Und dann wird meist die Diagnose Reizdarm gestellt, was für mich allerdings ein bisschen zu schnell ist. Denn oftmals hat man die anderen Diagnosen nicht gedacht. Ich behaupte etwas provokativ, 80-90% aller Reizdarmdiagnosen sind falsch, denn ich habe sehr häufig festgestellt, dass Patienten mit einer Reizdarmsymptomatik häufig eine Laktoseintoleranz haben, eine Fructoseintoleranz, eine Histaminintoleranz, eine Bauchspeicheldrüsenschwäche, eine Gallenfunktionsstörung, ein Gallensäurenverlustsyndrom oder auch Nahrungsmittelallergien. Darum habe ich in meinem Buch all diese Ursachen beschrieben, wie man die auch in einer Stuhluntersuchung oder weiteren Diagnostikverfahren nachweisen kann. Und wie tust du die Reizdarmpatienten in deiner Praxis behandeln? Erstmal, indem ich die anderen Ursachen ausschließe. Wie gesagt, in den meisten Fällen finde ich was, dann kann man das auch sehr gut behandeln. Und wenn dann wirklich nichts anderes mehr übrig bleibt, dann bleibt der Reizdarm übrig. Der Reizdarm ist, wie gesagt, eine psychosomatische Erkrankung. Das heißt, es ist eigentlich in der Regel so, dass die Menschen mit Reizdarm in der Nacht keine Beschwerden haben. Im Gegensatz zu den Patienten, die richtige Verdauungsstörungen haben, die haben häufig auch Nachtprobleme. Und die Probleme sind auch häufig abhängig von psychischen Problemen. Also wenn ich am Wochenende im Urlaub überhaupt keine Beschwerden habe, aber je mehr Stress ich habe, beruflich oder privat, je mehr Darmprobleme ich dann auch aufweise, dann sollten wir wirklich an einen Reizdarm denken. Volker, haben Reizdarmpatienten erhöhtes Risiko, an Darmkrebs zu erkranken? Das kann man ganz klar verneinen. Also Patienten müssen da keine Sorge haben. Wir wissen, dass chronische Darmentzündungen wie Morbus Crohn oder besonders auch die Colitis ulcerosa nach längerer Verlaufsdauer tatsächlich ein etwas erhöhtes Krebsrisiko haben. Für Reizdarm trifft das nicht zu. Das ist ganz wichtig, das dem Patienten zu sagen, denn die leiden ja auch häufig unter Depressionen oder Ängsten. Das muss unbedingt ausgeräumt werden. Und wie tust du das ausräumen? Indem man den Patienten erstmal aufklärt, also auf einer kognitiven Verstandesebene, dass man ihm da die Ängste nimmt. Und dann muss der Reizdarm natürlich, da es eine psychosomatische Erkrankung ist, auch psychosomatisch behandelt werden. Das heißt, alle Maßnahmen, die den Patienten beruhigen. Natürlich, wenn es irgendwie geht, Konflikte lösen. Und wenn man die Konflikte nicht lösen kann, dann besser damit umgehen. Also mit mentalen Techniken, Entspannungsverfahren, gegebenenfalls auch Psychotherapie, die auch mal erforderlich sein kann. Oder auch pflanzliche oder homöopathische Heilmittel, die beruhigend auf die Psyche einwirken. Vielen Dank, Volker. Du hast auch die wichtigen Informationen in deinem Buch schön zusammengefasst. Genau. Ich habe hier also die diagnostischen Grundlagen beschrieben, die man benötigt, um einen Reizdarm auszuschließen, das heißt, um andere Störungen nachzuweisen. Und habe dann auch therapeutische Hinweise zu den einzelnen Störungen gegeben. Aber auch ein paar Seiten über die naturkundliche Behandlung des Reizdarms gegeben. Du hast noch viele Antworten für uns. Liebe Zuschauer, wenn Sie eine individuelle Beratung wünschen, können Sie uns über die eingeblendete Telefonnummer oder E-Mail-Adressen erreichen. Für ein gutes Bauchgefühl treffen wir uns, wenn es wieder heisst Heilkunde. Adieu miteinander.